Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern über die Selbstverwaltung im Gazastreifen und im Raum Jericho sind festgefahren. Zur Stunde ist völlig offen, wann sich die Unterhändler das nächste Mal treffen. Ministerpräsident Rabin wurde heute in Jerusalem mit den Worten zitiert: Wir werden sie schwitzen lassen, Israel habe es nicht eilig. PLO-Führer Arafat drohte in einem Rundfunkinterview mit dem Wiederaufflammen der Intifada, des Aufstandes in den besetzten Gebieten. Umstritten sind nicht nur Fragen der Größe des Gebietes um Jericho, der Grenzkontrollen und der Sicherheit der jüdischen Siedler. Auch über den Stand der Verhandlungen gibt es keine Klarheit. Ein Arbeitspapier der jüngsten Kairoer Gespräche wird von den Israelis als Kompromiss angesehen, von den Palästinensern lediglich als israelische Position. Die israelische Regierung hielt heute eine Krisensitzung. Die Berichte der Minister, die letzte Woche in Kairo mit der PLO einen Kompromiss aushandelten, und die neuen Änderungswünsche von PLO-Chef Arafat passen nicht zusammen. Nicht nur Ministerpräsident Rabin, auch die Minister des linken Friedenslagers äußerten sich sehr besorgt. Yossi Sarid, der in Kairo mitverhandelte: Ich wundere mich und ich mache mir Sorgen über die Haltung von Yasser Arafat. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht seine Art zu denken und zu verhandeln. Zur Fortsetzung der Verhandlungen sagte der israelische Umweltminister: Die Grundlage für weitere Verhandlungen ist die Übereinkunft, die wir letzte Woche in Kairo ausgehandelt haben. Wenn sich Arafat daran hält, können wir sofort weiterverhandeln, notfalls noch heute Nacht. Aber wenn Yasser Arafat seinen gestrigen Brief mit seinen zusätzlichen Wünschen als Verhandlungsgrundlage betrachtet, dann gibt es keinen Grund, die Verhandlungen fortzusetzen. Während es im Verhandlungsmechanismus zwischen Israel und der PLO knirscht, kam es auch heute in Gaza, wie am gestrigen Fatah-Tag, zu Zusammenstößen zwischen Soldaten und Steinewerfern. Im Gazastreifen gab es auch Grund zum Feiern. Ein Veteran von Arafats Fatah-Gruppe, der nach 26-jähriger Haft auf persönliche Bitten Arafats freigelassen wurde, nahm sich eine Braut. Auf den Honigmond zwischen Israel und der PLO sind heute Schatten gefallen. Ministerpräsident Rabin, der sich in der Vergangenheit so wohlwollend und honorig über seinen neuen Verhandlungspartner Arafat geäußert hatte, schlug heute andere Töne an. Rabin befürchtet, dass der PLO-Chef mit seinen Änderungswünschen den schwierigen Kompromiss über den Haufen wirft, den beide Seiten in ihren mühsamen Geheimgesprächen in Oslo und Kairo ausgehandelt haben. Der jordanische König Hussein dringt auf eine schnelle Klärung der Beziehungen zwischen seinem Land und den Palästinensern. In einer heute in Amman veröffentlichten Rede vor Offizieren nannte Hussein die für Dienstag geplante Gesprächsrunde eine letzte Chance. Sonst werde Jordanien von seiner bisherigen Linie abgehen und ein Separatfriedensabkommen mit Israel schließen. Außerdem forderte der König PLO-Führer Arafat sichtlich verärgert auf, nicht länger von der Möglichkeit einer jordanisch-palästinensischen Konföderation zu sprechen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben sich verfeindete Milizen zu Jahresbeginn die schwersten Kämpfe seit Monaten geliefert. Dabei wurden nach amtlichen Angaben mehr als 70 Menschen getötet und etwa 700 verletzt. Die Gefechte zwischen einer Koalition aus verschiedenen Mujahideen-Gruppen und den Truppen von Präsident Rabbani konzentrierten sich auf den Präsidentenpalast und das Verteidigungsministerium. Ein Sprecher von Rabbani bezeichnete die Angriffe als Umsturzversuch von Ministerpräsident Hekmatyar. In mehreren Städten Südmexikos hat eine indianische Guerillagruppe einige Regierungsgebäude und Radiostationen besetzt und verwüstet. Bei den Unruhen starben mindestens 6 Menschen, 18 wurden verletzt. Aus San Cristobal sind die Rebellen inzwischen offenbar wieder abgezogen. Dort hatten sie auch Telefonverbindungen und Stromleitungen zerstört. Die Guerilla-Armee, die sich nach einem indianischen Revolutionsführer Zapatistisches Nationales Befreiungsheer nennt, kämpft für die Rechte der Lacandon-Indianer. Sie werfen der Regierung vor, Völkermord an ihren Stämmen zu verüben. Auf dem Rückzug aus San Cristobal lieferten sich die Aufständischen Gefechte mit der mexikanischen Armee. Dabei sollen 4 Menschen getötet worden sein.
Die Regierung forderte die Rebellen auf, die Gewalt zu beenden und kündigte gleichzeitig Verhandlungsbereitschaft an. Der Befehlshaber der bosnischen Serben, General Mladic, sieht noch kein Ende des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. In einer schriftlichen Botschaft zum neuen Jahr drohte er, den Krieg bis zum Endsieg fortzuführen. Über die Situation an den Kontrollpunkten der UN-Schutztruppe bei Zenica berichtet Peter Dutzig. Tagsüber hat es 5 Grad unter Null und die Kinder versuchen wenigstens ihre Hände am Auspuff des gepanzerten Fahrzeuges aufzuwärmen. Jeden Tag kommen diese Kinder hierher und hoffen, von einem Soldaten der UNPROFOR oder von einem LKW-Fahrer Süßigkeiten oder Essen zu ergattern. Hunger treibt die Kinder kilometerweit aus ihren Dörfern hierher an die Straße nach Sarajevo. Früher habe ich 2 oder 3 Tafeln Schokolade bekommen, sagt die 11-jährige Diana. Manchmal aber gab es nichts. Jetzt ist es den Soldaten verboten, Süßigkeiten zu verteilen. In einem Befehl der UNPROFOR heißt es, dass es für die örtliche Bevölkerung entwürdigend sei und für die Kinder gefährlich. Und zumindest vor der Kamera halten sich diese britischen Soldaten an den Befehl. In diesem Winter wird die Versorgung noch schlechter. Vergeblich versuchen die Kinder, wertlose bosnische Dinare gegen deutsche Mark einzutauschen. Denn gegen D-Mark gibt es fast alles hier. Die Konvois können nicht genügend heranschaffen. Zwar seien ausreichend Lebensmittel und Brennmaterial vorhanden, doch gelangt diese Hilfe nicht zu den Bedürftigen. Denn Politiker und Militärs setzen die Menschen bewusst Hunger und Kälte aus. Ein schwerer Vorwurf der Vereinten Nationen. Wenige Kilometer weiter, kurz vor Sarajevo, am nächsten Checkpoint, die gleichen Szenen. Auch diese Kinder haben Hunger. Tausende sind bereits vom Hungertod bedroht. Abseits der Hauptstraße ist das Elend erschreckend groß. Denn der Zugang in die vielen Ortschaften ist bereits durch hohen Schnee versperrt, aber auch durch Soldaten der 3 Kriegsparteien. Und so rollen die Hilfskonvois vorbei an den Dörfern in Richtung Sarajevo. Auf allen Moskauer Flughäfen sitzen seit Tagen Zehntausende Passagiere fest. Selbst die Behörden sprechen von chaotischen Zuständen. Der Flughafen Vnukovo, einer der 4 Inlandsflughäfen Moskaus. Von hier fliegen die Maschinen vor allem in die kaukasischen Republiken der GUS. Allein auf diesem Moskauer Flughafen sitzen seit Tagen mehrere tausend Passagiere fest. Und da es keine preiswerten Hotelzimmer gibt, müssen sie hier warten und schlafen. Seit die Sowjetunion auseinandergebrochen ist und sich die legendäre sowjetische Fluglinie Aeroflot in mehr als 100 Einzelgesellschaften aufgelöst hat, herrscht in Russlands Luftverkehr und auf den Flughäfen Chaos, vor allem wie jetzt zur Jahreswende. Der Hauptgrund wird ganz offen auf der Anzeigetafel angegeben: Benzinmangel in anderen GUS-Republiken. Wir warten hier seit dem 24. Dezember. Man gibt uns keinerlei Informationen oder man belügt uns einfach. Die Leute schlafen auf dem Fußboden, eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Inzwischen ist uns das Geld ausgegangen und wir haben auch nichts mehr zu essen. Die größte Schweinerei ist, dass private Fluggesellschaften fliegen, aber die verlangen statt 70.000 Rubel für ein Ticket eine 500.000. Wer kann das denn bezahlen? Noch ertragen die meisten hier die Situation mit fast stoischer Ruhe und Gelassenheit. Doch wenn das Warten nicht bald ein Ende hat, könnte es auch damit, so fürchtet die Flughafenverwaltung, bald vorbei sein. Das Chaos hier auf dem Moskauer Flughafen ist symptomatisch für die Gesamtsituation des Luftverkehrs in der GUS. Es herrscht das Motto: jeder fliegt, wann er will, jeder macht, was er will. Bloß keine Kooperation mit einem anderen GUS-Staat. Das bringt ohnehin keine Devisen und könnte als Zeichen mangelnder Souveränität verstanden werden. Das Bonner Verteidigungsministerium rechnet beim Rückzug aus Somalia nicht mit größeren Problemen. Das gilt, wie auf der Harthöhe betont wird, sowohl für den Rückflug der deutschen Soldaten von einem Feldflughafen bei Beletouen, wie auch für den Rücktransport des schweren Geräts über Mogadischu. Dennoch seien natürlich zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit der Bundeswehreinheiten getroffen worden. Außerdem stünden amerikanische und italienische Kampfverbände bereit, um die Deutschen vor Angriffen somalischer Rebellen zu schützen. Der Abzug soll Anfang Februar beginnen. In der Spardiskussion hat Bundeskanzler Kohl der Bundeswehr seine Unterstützung zugesagt. Zwar müssten auch die Streitkräfte sparen, aber ihre Funktionsfähigkeit dürfe nicht in Frage gestellt werden. Wer aufmerksam in die Welt schaue, so sagte der Kanzler im Berliner Privatsender 106, wisse, dass sich die Sicherheitslage nicht verbessert habe.
Als Beispiele nannte er den blutigen Konflikt auf dem Balkan und den Wahlerfolg des russischen Rechtsextremisten Schirinowski. Gegen eine Verlängerung der Arbeitszeit für Lehrer um eine Stunde je Woche hat sich heute der Deutsche Beamtenbund ausgesprochen. In einem Schreiben an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Scharping heißt es, eine Anhebung der Lehrverpflichtung müsse sowohl aus sachlichen als auch aus sozialen Gründen abgelehnt werden. Die Lehrer hätten praktisch als einzige Beschäftigungsgruppe nicht oder nur in geringem Umfang an den allgemeinen Arbeitszeitverkürzungen der vergangenen Jahre teilgenommen. Behinderungen durch Schnee auf den Autobahnen. Wie hier auf der A9 Nürnberg-Berlin bei Hof staute sich der Verkehr auf bis zu 100 Kilometer Länge. Oft schneite es nur wenige Minuten, doch Autos ohne Winterreifen schafften selbst kleine Steigungen nur mit Mühe. Im Stau steckten auch die Räumfahrzeuge. Geduld mussten heimkehrende Urlauber auch auf der A8 Salzburg-München mitbringen. Die Bundesverkehrszentrale der Polizei errechnete, dass alle Staus im Bundesgebiet zusammen die Länge von 1000 Kilometer ergeben hätten. Ein liberianischer Erzfrachter mit 36 Seeleuten an Bord ist in der vergangenen Nacht im Nordatlantik bei Sturm und Eisregen gesunken. Kanadische Rettungsflugzeuge, die den Unglücksort rund 1600 Kilometer von Neufundland pausenlos überflogen, konnten bislang keine Überlebenden ausmachen. Nach Angaben der Küstenwache hatte die Besatzung offenbar keine Zeit mehr, einen Notruf abzusetzen. Erst ein automatisch aktivierter Notsender hatte auf das Unglück aufmerksam gemacht. Schiffsunglück auch vor Japan. Dort sank der Kühlfrachter Arctic Reefer. An dem Unglücksort, etwa 500 Kilometer südlich der Insel Shikoku, wurde noch nach Überlebenden gesucht. 12 Besatzungsmitglieder des unter Zypern-Flagge fahrenden Schiffes konnten gerettet werden. Mindestens 17 werden noch vermisst. Wahrscheinlich hatten einige Seeleute Angehörige an Bord. Überlebende berichteten, ihr 22 Jahre alter Frachter habe einen Riss im Rumpf bekommen und sei gesunken. Auch von einer Explosion war die Rede. Die Zahl der nach Deutschland gezogenen Aussiedler ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Wie der Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung Waffenschmidt heute in Bonn mitteilte, waren es 1993 rund 218.000, etwa 12.000 weniger als 1992. Die meisten von ihnen kamen aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, gefolgt von Rumänien und Polen. Das Wachsen der Weltbevölkerung stellt nach Ansicht des Limburger Bischofs Kamphaus die katholische Kirche vor neue Herausforderungen. In einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte Kamphaus, die Kirche könne nicht in der armen Bevölkerung für Familienplanung werben, ohne gangbare Wege aufzuzeigen. Er sei davon überzeugt, dass die natürliche Familienplanung der richtige Weg sei, betonte Kamphaus. Man dürfe aber nicht übersehen, dass viele Katholiken damit Schwierigkeiten hätten. Alle neu zugelassenen Lkw ab 12 Tonnen sowie alle Omnibusse ab 10 Tonnen müssen vom 1. Januar an mit einem Tempobegrenzer ausgestattet sein. Auf diese neue Regelung hat Bundesverkehrsminister Wissmann heute hingewiesen. Bei Lkw wird die Geschwindigkeit dann auf 85, bei Bussen auf 100 Stundenkilometer begrenzt sein. Die für das Neujahrswochenende befürchteten neuen Überschwemmungen sind trotz Schneeschmelze und Niederschlägen ausgeblieben. Hier bei Lauenburg an der Elbe stieg der Wasserstand zwar weiter an, die kritische Marke ist aber noch nicht überschritten. Die 4 Elbfähren mussten allerdings ihren Verkehr einstellen. In Niedersachsen mussten an Weser, Aller und Leine einige Straßen gesperrt werden. Die Lage ist aber nicht dramatisch. Für Rhein und Mosel wird für die nächsten Tage ein weiterer Anstieg erwartet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. Januar. Der Satellitenfilm zeigt ein breites Wolkenband, das heute Vormittag über Deutschland lag. Verursacher: ein Tief südlich von Island. Die Wolken brachten zuerst starke Schneefälle, dann Regen. Morgen anfangs noch nordöstlich der Elbe Niederschlag. Nach kurzen Auflockerungen kommt Schlechtwetternachschub von Südwesten und breitet sich über das ganze Land aus. Nachts werden 1 bis 6 Grad erwartet, tagsüber 3 bis 8, gebietsweise bis 11 Grad. Der Wind stark auffrischend und böig aus südwestlichen Richtungen. Am Dienstag wieder Regen, im Norden und Osten mehr als in den übrigen Gebieten. Auch bis Donnerstag bei milden Temperaturen wenig Änderung.